Ja, ihr fragt euch bestimmt, ganz komischer Ort zum Starten eines Parts. Ja, nachdem man die Pokerliga geschafft hat und mit der Mutter diese Fernsehsendung guckt, fragt die Mutter nach einer Fauge. Farbe, Fauge. Was ist eine Fauge? Nach einer Farbe, sagt man rot. Ist in ganz hohen irgendwo Latias und erscheint irgendwo random. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ niedrig. Er kann überall erscheinen. Er kann auf Route, auf der allerersten Route erscheinen. Er kann auch hier in Moosbach City erscheinen. Er scheint überall in Hohen, irgendwo. Und ich habe jetzt, es hat gar nicht mal so lange gedauert. Vielleicht ein paar Minuten, bis Latias jetzt erschienen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich bei ihm vorgehe. Ich glaube, Hitzekoller würde ihn umbringen. Ja, das ist jetzt auch blöd, dass ich, ja. Ich mache erstmal Feuerwirbel. Ich habe jetzt auch ein Safe State gesetzt, falls der wieder davonfliegt. Ja, das ist mir scheißegal, ganz im Ernst. Obwohl, nein. Ich habe Bisaflor nicht vorne. Nein, als ob es jetzt daran scheitert. Ich hasse dich. Nein. Als ob. Oh Gott. Wenn es jetzt daran scheitert. Ohne Spaß, ne? Und ja, ich dachte einfach, ich suche jetzt mal offscreen so lange Latias, bis ich ihn finde. Und man muss auch anscheinend hoffen. Deshalb wollte ich auch erstmal den Meisterball für ihn benutzen. Weil, komm, leck mich doch. Ja, Tausch, habe ich gesagt, Mann. Wisst ihr was? Dann sehen wir uns gleich, bis ich ihn nochmal gefunden habe. Ich werde hier wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit rumrennen und ja, dann sehen wir uns wieder, bis ich ihn gefunden habe. Lol, bis gleich. Oh, Leute, jetzt habe ich was geschafft. Ich habe nochmal den Save geladen. Er ist im Feuerstrudel gefangen und kann nicht fliehen. Was tue ich denn? Ich kann doch einfach jetzt zu Bisaflor wechseln, weil er nicht fliehen kann. Gott, bin ich dumm. Okay. Also er kann nicht fliehen. Das ist sehr, sehr gut. Aber versuche ich es jetzt mit Schlaf. Ich, keine Ahnung, ob der Level auch random ist. Ne? Latias wahrscheinlich, ne? Was tue ich, Alter? Ich bin jetzt so nervös, weil ich es irgendwie geschafft habe, dass er nicht fliehen kann. Schlaf, Bruder. Komm, triff. Ja, Mann. Okay. Und jetzt bitte. Hä, wie kann man denn bitte fliehen? Erklär mir mal bitte, wie man fliehen kann, wenn man schläft. Ich hasse dich. Scheiß Latias, Mann. Gott. Weißt du was, das save ich jetzt auch. Dass ich ihn gefangen habe, so im Feuerstrudel. Ja, und jetzt einfach hoffen. Ja, weißt du was, dann mache ich das jetzt schnell. Dann mache ich das jetzt schnell. Nein, zwei Wackler. Lol. Ich hasse dich. Scheißding, weil er eh gleich wieder flieht, Alter. Und wir hatten einmal zwei Wackler. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Das ist so lame, Alter. Ich hasse dich, Latias. Dass der wirklich so scheiße zu fangen ist, Mann. Ach, komm, beeil dich, Alter. Ganz im Ernst. Boah. Kann es sein, dass der Strudel irgendwie nachlässt, wenn ich wechsle? Es ist ja auch ein bisschen Glück mit den Bällen, ne? Weil das jetzt so lange dauern wird, beschleunige ich das. Weil ansonsten habe ich habe keinen Bock auf den Cancer hier, wenn das jetzt wirklich. Nee, ich kann mir schon vorstellen, wie lange das dauern wird und das ist nicht schön. Ja, leck mich. Du verdammter Assi, Alter, du blöder Bastard, ohne Spaß. Das ist nicht mehr lustig. Warum setze ich nochmal Feuerwirbel ein? Was tue ich denn? Gott, wirf doch die Hyperbälle.
Und ich hoffe einfach auch mal, dass er reingeht. Normalerweise bin ich nicht der Typ, der jetzt hier noch solche Settings benutzt wie Beschleunigen, aber... Mein Gott. Latias ist so ein Dreckskerl, natürlich werden wir das bei Rayquaza nicht machen. Willkommen zurück zu... Pokémon Smaragd. Und in diesem Part möchte ich Latias und Rayquaza fangen. Mit Latias haben wir schon angefangen. Aber die wahrscheinlich... Ich meine, es wird mit Beschleunigung wahrscheinlich so lange dauern, ja? Es wird mit Beschleunigung wahrscheinlich so lange dauern, Alter. Ach, leck mich doch am Arsch! Ja. Ich verstehe das auch nicht. Ich meine, wenn er flieht, wenn ich Schlaf einsetze, ne, dann scheint es wohl keinen großen Unterschied zu machen, ob ich den Kampf jetzt vorne mit Bisaflor beginne oder nicht. Och, ganz ehrlich, warum habe ich denn den Meister? Ich musste den Meisterball schmeißen, Alter. Dann wäre das jetzt so einfach. Dann wäre das Leben so einfach. Aber nein. Wisst ihr was? Das wird so lange dauern. Das wird so, so lange dauern. Das wird so lange dauern. Ich werde das schneiden, weil das wird so hart lange dauern. Dann, also wenn das jetzt... Deshalb beschleunige ich's. Alter, wir hätten schon locker 15 bis 30 Minuten im Part jetzt, ne? Wenn er nochmal flieht, dann werde ich einfach einblenden, wenn ich ihn gefangen habe, weil ansonsten dauert das mir einfach zu lange. Sie bilden nur kleine Gruppen und nehmen nur seltenen Kontakt zu den Menschen oder anderen Pokémon auf. Spüren sie Feinde, verschwinden sie sofort. Ich bin kein Feind, Alter. Was für eine Scheiße, Alter. Boah! Okay, und jetzt geht's ganz normal mit dem Spiel weiter, natürlich. Natürlich. Ne? Keine Ahnung, ob Latias jetzt nochmal kommt. Aber ist mir auch scheißegal. Rayquaza befindet sich im Himmelturm. Ist, glaube ich, keine große Überraschung, weil wir waren schon mal im Himmelturm und haben da Rayquaza halt irgendwie geholt, keine Ahnung. Wo war der Himmelturm nochmal? Der war irgendwo hier. Ach ja. Eine Sache habe ich im ganzen Let's Play irgendwie noch nicht getan, glaube ich. Und zwar haben wir uns noch nie in Flossbrunn umgeschaut, kann das sein? Ich meine, wir haben noch nie die Häuser in Flossbrunn abgecheckt, oder? Doch. Doch, in Flossbrunn haben wir, glaube ich, schon die Menschen angesprochen. So. Ja. Dann würde ich sagen, geht's jetzt nach so spannenden Anfang. Das hätte so lange gedauert. Das wollte ich mir einfach nicht antun, weil... Ich meine, ich musste ja schon sogar mit Save States spielen, Mann. Obwohl ich sowas noch nicht mal mache. Ich bin nicht der Typ für sowas. Für Leute, die jetzt irgendwie neu auf dem Kanal sind. Oder auch für alte Abonnenten. Ihr wisst, ich bin ja nicht für sowas der Typ. Sowas nutze ich eigentlich nicht. Solche Settings wie Beschleunigen und, finde ich auch total unpassend und untypisch für Let's Plays, sowas zu nutzen. Aber das war wirklich die absolute Ausnahme. Gut, bei Kaizo Mario würde ich schon zum Beispiel Save States nutzen. Aber... Ja... So. Ja, ich will ja zum Himmel. Ich will zum Himmelturm. Ich will nicht zur Siegelkammer. Ich will zum Himmelturm. Gott. Und der Himmelturm. Ach komm schon. Willst du mich jetzt wirklich noch ärgern? Mal ganz im Ernst. Ich hab auch echt dich. Also manche Trainer kannst du doch irgendwie. Die begegnest du ja auch nicht wirklich, ne? Also. Tut mir leid, falls ich da irgendwie welche auslasse. Ja, aber ist halt so. Ach komm schon, Alter. Willst du mich jetzt mit dem Kekleon langweilen oder was? Nicht, dass er sich hier noch dem Typ Feuer anpasst, ansonsten kann ich jetzt die ganze Zeit hier rumwechseln. Komm, stirb. Danke sehr. Ja, einfach ab zum Himmelturm und dann fangen wir da Rayquaza. Latias hat jetzt nicht so lange gedauert, weil ich gecheatet habe. Wie man so will, oder
es mir leichter gemacht habe mit Beschleunigen und sowas, weil ich ganz ehrlich, dafür ohne einen kompletten Kreislaufzusammenbruch zu kriegen und zu kotzen, das hätte ich nicht überlebt. Die Scheiße in normaler Geschwindigkeit. Nee, tut mir leid. Das wollte ich einfach nicht. So. Okay. Und es ist auch die letzte, ja, die letzten Legis, ne? Rayquaza ist das letzte legendäre Pokémon, das wir fangen müssen. Und dann haben wir alle legendären Pokémon in Pokémon Smaragd gefangen. Ist so. So, Route 133. Irgendwo hier ist jetzt der Himmelturm. 33? Sind wir nicht schon zu weit? Moment mal. Fuck. Ist das jetzt zu weit oder ist das voll richtig? Guck mal, da sind auch noch Trainer. Moment mal, wo war denn der Himmelturm? Der war vor Flossbrunn City. Och, scheiße. Xenoroville ist ein guter Ausgangspunkt dafür. Haha, meine Güte, Alter. Ja, genau, Xenoroville ist ein besseres. Ich bin. Oder nein, Flossbrunn auch, aber in die andere Richtung muss man da. Ach komm, leck mich ganz im Ernst. Wir sind damals auch, als Vasili uns geschickt hat, der später Champ wurde. Der spätere Champ, gegen den wir kein Rematch machen können. Da sind wir auch von Xenoroville aus. Route 126, ja, es ist auch einfacher. Nee, ist es nicht. Ach, das ist alles Dreck. Nein, es ist nicht einfacher. Oh Mann. Jetzt hör doch auf. Ich will doch einfach nur noch Flossbrunn City, Mann. Ja, Schutz wirkt nicht mehr, was auch, glaube ich, nicht mehr wirkt. Das sind meine Nervenpillen, Alter. Also, wenn der Part Überlänge haben wird, dann liegt es daran, dass ich zu dumm bin, um zu Rayquaza zu kommen. Das kann jetzt einfach nicht sein, Alter. Jetzt komm. Letztes Legi, mach nochmal Spannung. Und dann ist auch gut hier. In die Richtung müssen wir schwimmen. Verdammt nochmal, Route 131, da war der Himmelturm. Und das ist hier. Meine Fresse, war das so schwer zu finden. Und hier hoch. Und dann bist du auch schon beim Himmelturm. Das ist. Oder? Ja, es ist. Da oben ist er. Das ist so einfach, Junge. Das Leben kann so einfach sein. Ne, Tentara? Ist doch so. Gott, okay. Letztes Legi dann wieder am nächsten Part. Wird dann die Challenge wieder einsetzen. Da beginnen wir nämlich mit den Trainer-Rematches. Keine Ahnung, wie viele Parts das dauern wird. Und dann kommt was ganz Tolles. Ja, das ist jetzt der Himmelturm. Weißt du, was danach kommt? Danach kommt das, ja, Story-Finale. Danach kommen die Kampfturniere und dann ist dieses Unendlich-Projekt auch schon vorbei. Nun waren ja auch nur 100 Parts circa, aber ist okay. Was ist das hier? Nein. Darf ich da nicht draufrennen, oder was? Ich check beim besten Willen das nicht, aber ich bin da schon mal vorbeigekommen. Was? Moment mal. Ach so. Nee. Hey, wie ging das denn nochmal? Ich hab's vergessen. Wie ging das? Och, scheiße. Och, Leute, ich muss jetzt mich echt nicht in so einem Dreck aufhalten. Lauf doch drüber. Meine Fresse. Ah, doch. Ist es mir eingefallen? Nein, warte. Einer der Löcher war anders oder sowas. Irgendwie so. Frag mich nicht welches. Ja, der Schutz wirkt nicht mehr. Zubiris gibt's hier. Ich dachte, der wäre viel schwieriger zu kriegen. Aber okay. Wenn es so einfach ist. Wenn einfach ist.
Scheiße, Mann, wie ging das? Ich muss gleich in meinem eigenen Let's Play Part gucken, wie das ging. Boah. Tu ich jetzt auch. Och, Leute. Mach mir doch nicht das Leben schwer, ganz im Ernst. So, jetzt reicht's mir. Bis gleich. So, ich habe mich jetzt informiert, wie das geht. Und ganz ehrlich, eigentlich ist das so eine Scheiße, dass es ab jetzt komplett nur noch ein Walkthrough sein sollte, weil das einfach nur lächerlich ist. Schaut euch an, wie das geht und ja. Ja, wenn man einmal nicht genug Schwung hat, bist du sofort unten in unserem Arsch. Lächerlich. Das Fahrrad wird immer resettet. Also ist das richtiger... Ja, super. Wie willst du so schnell lenken, Alter? Pokémon Smaragd in Slowdowns? Dein Ernst? Lippomentas. Ja. Nee. Ja, komm, Alter. Soll ich jetzt hier meinen gesamten Schutz ver... Den haben wir noch nie gesehen. Den haben wir vorher noch nie im Leben gesehen. Was ist das? Ist das nicht sogar die Musik vom Schlotberg? Auf jeden Fall kennen wir die Musik schon. Oh, Gott sei Dank. Meine Fresse, war's das schon? Bitte war's das, Alter. Na, Lippomentus. Ich bin der perfekte Pokémon-Erscheinungsnachmacher. Typ. Ich kann jedes Pokémon, das erscheint, den Ton perfekt nachmachen. Keine Ahnung. Kann ich auch. Das wisst ihr schon, ich das kann. Och, komm schon, Alter. So gut bin ich nun auch nicht. War nett. Wenn das Ding mal im Wald begegnet, Alter, dann ist vorbei. Nein, es geht natürlich weiter. Nein! Nein! Okay, ich dachte, man fällt jetzt komplett runter, aber das würde ja auch theoretisch nicht gehen, weil das ist nur ein Stockwerk drüber. Ja, na klar. Ja! Was ist los, Alter? Ist das ein Krampf? Keine Ahnung. Ich kann nicht diese 20.000 Herz-Dinger machen. Das verlangt auch hoffentlich keiner von mir. Ach, was laber ich eh hier wieder für eine Scheiße, Alter. Wie willst du denn genug Schwung haben, ohne diese gegen diese Scheißwand zu klatschen, Alter? Ja. Überlänge wird es. Doch, es wird Überlänge haben. Wenn ich nur gewusst hätte, dass der Weg zu Rayquaza so ein Krampf ist. Und Rayquaza selbst zu fangen wird noch schlimm. So. Nein, oh Mann, ist das ein Gang. Das geht doch nicht. Sowas kannst du als Entwickler einfach nicht bringen. Eilrad, das ist aber nicht Eil. Im Gegenteil. Boah, jetzt reicht's mir. Warte, ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. So, und zwar. So, Schwung, dann so und dann. Abbiegen nach links! Mann! Und ich kann froh sein, dass ich jetzt mich hier nicht mehr so wilde Pokémon attackieren, dass es hier relativ schnell geht, Alter. Obwohl ich keinen scheiß Schutz. Jetzt reicht's.
Okay, man kriegt auch schon genug hier direkt. Also ich brauche immer so zwei Felder vor mir. Was war das? Was war das denn? Das reicht nicht. Wer hier mit Save State spielt, ist voll in Ordnung. Meiner Meinung nach, den kann man eigentlich keinen Vorwurf machen. Dass er diesen Krampf einfach... Ein Fehler und ich bin... Nein! Hey, Moment mal. Da muss man sich von da fallen lassen, ich verstehe schon. Ein gottverdammtes Feld hat uns gefehlt. Alter. Ein gottverdammtes Feld hat uns gefehlt. Das ist nicht mehr lustig. Ist es nicht. Ist es nicht. Habe ich das eben gemacht? Ohne Scheiß. Das ist Glück. Ja. Toll! Meine Fresse! Junge, es reicht mir. Ich will auch jetzt... Vielleicht mal alle 10 Minuten schützen. Wenn das jetzt hier nicht mal vorangeht, dann werde ich auch gleich schneiden, weil das ist einfach... Ja, ihr habt genug gesehen. Ja! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Wie habe ich das denn getimt? What the fuck? Ist das für Scheiß? Ist das euer Ernst, Mann? Meine Fresse. Jetzt ist aber auch mal gut hier mit den wilden Pokémon, Mann. Gott. Ey, meine Geduld ist am Ende. Meine Geduld ist einfach am Ende. Wenn ich das mit Latias nicht schneller gemacht hätte, ich schwöre, ich hätte schon den ganzen PC kaputt gekloppt und Spaß. So eine verfickte Wichs-Scheiße. Wer kommt überhaupt auf so eine Idee, den Turm so zu gestalten, Alter? Der ist bestimmt schon verhaftet worden. Boah. Ich raste aus. Okay, um die wilden Pokémon zu meiden, steige ich jetzt immer aufs Rad. Ach so, ja. Leck mich am Arsch! Was ist das denn für eine Wichs-Scheißgülle, Alter? Nein, es ist einfach... Es ist nicht mehr normal, Alter. Was die sich hier ausgedacht haben, das ist nicht mehr... Aha, doch, das Fahrrad bleibt ausgewählt. Oh, ich kann einfach diese Wut nicht mehr unter Kontrolle haben, Mann. Nein, nein, oh Gott, nein. Okay, ich setze schon den Schutz ein. Ich setze schon den Schutz ein. Du hast mich überredet zu Bieres. Ich setze schon den Schutz ein. Ach so, ich habe sogar nur noch zwei. Aha. Klasse. Klasse! Geil! Nein! Boah, Gott! Hör auf! Wenn der jetzt aktiviert... Nee, da hätte mich nichts mehr gehalten. Ja, na! No!
Ich musste randalieren, aber ich wollte nicht, dass er das hört. Was war das denn? Wie blöd war das? Es war perfekt. Oh Gott. Okay, ich bin relativ weit. Nein. Nein. Ich habe so Angst. Ich zitter schon. Das ist die blödeste Aufgabe, die ich je in Pokémon gesehen habe. So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. So. Ich hole gleich die Pillen. Ich hole sie. Und dann gehe ich weg und komme nie wieder zurück. Dann nehme ich im Knast die Let's Plays auf, aber auf... Ja, na klar. Warum fährst du gegen die scheiß Wand? Mann, es staut sich alles so in mich auf, ne? Wenn ich nur gewusst hätte, was das für ein Krebs hier ist, mal ganz im Ernst. Ja. Gefällt euch das? Könnt ihr euch das noch länger geben, diesen Scheiß hier? Diesen blöden Scheiß? Oder könnt ihr euch das... Könnt ihr spielen? Ich hätte schon längst knarren. Also wenn... Ich ziehe in die USA um. Damit ich beim Let's Playen, falls es so weit kommt... Ach so. Ja, natürlich. Junge, ich reiß dir die Flügel raus. Ich muss irgendwie diese ganze Wut. Ey, Rayquaza, ich werde dich so vergewaltigen. Ich werde dich so in deinen Arsch pusten, Alter. Meine Fresse. Nein. Nein. Mann, und vor allem, wir wollen ja noch Rayquaza fucken, ey, das ist... Oh. Ja. Nein! Wie herzlos kann man als Entwickler sein? Ich sehe es gleich selbst, denn ich habe keinen Bock mehr. Boah. Ich bleib ja normalerweise ruhig. Normalerweise bleibe ich ja ruhig, aber jetzt wird's ernst. Das ist einer der krassesten Ausraster meiner Let's Play. Sag bitte, es ist vorbei. Sag bitte, dass es jetzt vorbei ist. Ich war schon wirklich, also der Siedepunkt war schon erreicht. Ich glaube, man hat es gehört. Boah, jetzt habe ich mich noch so hart selber geschlagen, dass schon weh tut. Yes! Dass ich erstmal noch so einen Betrug überhaupt es dann noch geschafft habe, ey. Ey, was... Wer hat sich das ausgedacht mit dem letzten Loch da hinten, Alter? Wirklich, der... Dem bohre ich ein Loch in seinen Kopf. Ja, und da ist es, das legendäre Rayquaza-Scheiß-Viech, Hurensohn, Alter. Boah! So eine Wichsbocke-Fuck, Alter! Und wenn der sich jetzt nicht einfach fangen lässt, meine Geduld ist jetzt schon am Ende. Und wenn du, Bastard, jetzt nicht in den Ball gehst, ne, ich schwöre dich, das wird nicht mehr witzig für uns beide, dich. Nochmal zur Sicherheit speichern. Meine ich. Puh.
Dass so ein Krampf nochmal vor dem letzten Legi hinher muss, ey, wirklich. Ganz ehrlich, erst Dracheflug. Ja, Mama Schaufler, Turbo-Tempo-Kanner. Ach so. Aber er fliegt ja, ne? Ja. Ich versuch's mal mit Rasierblatt. Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie ich erstmal vorgehen soll. Boah, na klar. Er kann Wutanfall. Oh Mann. Ja. Aber ich hätte doch Hitzekolle einsetzen sollen. Ich hatte mal überlegt, setzt Hitzekolle ein oder nicht. Och komm, das hat jetzt schon so scheiße angefangen. Gleich nochmal. Wenigstens war das gar nicht mal so lange, ne? Boah, aber. Boah. Boah. Gott. War das eine Wichs. Boah. Fuck you. Und das wird. Es wird nicht leichter wahrscheinlich, ne? Okay, wenn ich gewusst hätte, ja. Alter, wenn Hitzekoller schon so schwach ist. Ach so, er kann Flug. Ja. Er ist Dracheflug. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Retter abzieht, Alter. Okay. Ja. Nicht sehr effektiv, hat aber schon reinge. Oh. Das ist ja toll. Okay, normal effektiv, dachte ich mir. Du und dein Scheißflug, Mann. Ja, natürlich. Warum bin ich schneller? Oh, sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Okay. Und mehr traue ich mich nicht. Doch, eins traue ich mich noch. Mann! Ich bin immer noch so geschockt, dass was das für eine Scheiße eben war. Meine Fresse. Und jetzt werfen auf gut Glück, ne? Ja, Paralyse haben wir. Wenige KP und das wird wieder ein Geduldsspiel wie sonst was. Ja, vor allem er kann fliegen, Alter. Dann... Hä? Lol. Alles klar. Alles klar, Digga. Ja, jetzt da er paralysiert ist und wir keinen Schlaf machen, dann heißt es wohl auf Zeit spielen. Ne? Lol. Ja, Legis in der dritten Gen war noch scheiße, ne? Und das mit Paralyse. Ja, Schlaf wäre besser gewesen, ich weiß. Wir haben relativ viele Bälle, ist das letzte Legi. Sollte schon glatt gehen, nach einer halben Stunde. Oder so. Gut, wenn das jetzt wieder so lange dauern würde. Ich könnte mich schon beschweren. Weil er hat Paralyse und wenig KP, ne? Also, Paralyse ist jetzt klar, Schlaf ist das Beste, was man tun kann. Aber trotzdem, Paralyse ist auch schon gut. Warum kann ich ihn überhaupt noch zum Einschlafen bringen? Ich glaube ja eher nicht. Komm schon, Rayquaza. Mach's einfach. Mach's kurz und schmerzlos, komm. Hä? Low? Meinetwegen! Er schläft. Kann er meinetwegen machen. Warte, er kann Erholung. Ist damit die Paralyse ist wahrscheinlich nicht aufgehoben. Aber schön, okay. Kann ich mitleben. So, und jetzt werfe ich die Bälle. Schlaf ist super. Ah, aber gut, Paralyse hatten wir auch schon relativ viele Wackler, ja. Wir machen einfach. Wir werfen einfach mal, solange er schläft. Ich frage mich, ob denn die Paralyse noch da ist. Oder kann ich überhaupt jetzt noch, einschlafen? Kann ich doch einschlafen lassen, weil so geht's ja anscheinend.
Ach so, ja, na klar, jetzt die Paralyse weg. Ist das dein scheiß Ernst, du scheiß Bastard, Alter? Na klar. Boah, so ein Drecksack, ey. Mal ohne Spaß, was ist das denn für eine Kacke? Okay, Hitzekoller. Bringt ihn, glaube ich, nicht um, ne? Nee, okay, aber das reicht mir schon. So, und wenn ich dann so ihm zum Einschlafen bringe, ist das eigentlich schon voll okay. Ja, Wutanfall, Junge, bist du ein Drecksack, Alter. Oh, hab ich schon gesagt, dass Rayquaza stark ist und dass Rayquaza scheiße ist? Meine Fresse! Heißt nicht, dass ich mich nach der ganzen Scheiße hier im Part schon erholt habe, Mann. Die Top-Genesung kommt erst nachher. Nach dem Part. Oh, lol. Rayquaza ist vor Erschöpfung verwirrt. Lol. Wenn er sich jetzt selbst umbringt. Turbo-Tempo. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Alter. Diese Runden Schlaf muss ich jetzt nutzen. Wir haben irgendwie 8 oder 7 Beleber. Ne, jetzt muss ich nicht mehr so sparsam sein. Das ist das letzte legendäre Pokémon, das wir fangen müssen. Dann geht's ja noch. Ist nur die Frage, wie lange das dauert. Okay, ja, komm. Wenn er schläft, dann... Vielleicht bin ich auch, obwohl wenn er Turbo-Tempo einsetzt, dann habe ich verkackt, weil Turbo-Tempo scheiße ist. Es ist noch schneller als... Ruckzuck-Hieb, mit Sicherheit. Ja, zweite Runde, er wird gleich bestimmt aufwachen. Was? Okay, greif bitte nicht an. Ja, super. Alter, bring dich bloß nicht um, verdammt! Okay, Synthese. Gut. Damit kann er mich schon mal nicht umbringen. Und bevor er dumme Sachen macht, bevor er sehr dumme Sachen macht, bringe ich ihm... Ein KP. Alter, wenn er jetzt nicht im Ball drin bleibt... Also, besser geht es nicht. Und natürlich noch nicht mal ein Wackler. Besser geht es nicht, Alter. Besser geht es nicht. Er hat wahrscheinlich 2 oder 1 KP von 200 irgendwas. Schläft. Hyperbälle. Ja, es geht eigentlich nicht besser. Es geht nicht besser in dieser Gen. Für Rayquaza kannst du keine bessere Ausgangssituation haben als diese, außer du schmeißt den Meisterball. Der Meisterball hat eine Trefferquote von 100%, also... Leck mich. Er hätte sich danach umgebracht. Yes! Alle Legis gefangen! Alle 11! Es gibt eigentlich 12, aber bei Latias und Latios muss man sich halt entscheiden. Wir haben Latias genommen und deshalb haben wir jetzt gewonnen. Oh, Mann! Ja! Ich kann nicht mehr schreien, meine Stimme ist am Arsch. Dieses Pokémon fliegt ständig in der Ozonschicht. Man sagt, es würde auf die Erde zurückkehren, wenn Kyogre und Groudon zu kämpfen beginnen. Raus hier. Raus aus diesem Wahnsinn, das ist... Nein, raus hier. Hä? Warum ist denn Schaufler nicht einsetzbar? Bist du geistesgestört? Du Low. Oder muss ich dafür hier drinnen sein, wenn Schaufler einsetzbar ist? Schaufler bringt mich doch raus. Ja. Oder bringt er mich jetzt nach oben? Du bist so ein Arschloch. Ich will nicht nochmal nach unten dadurch. Obwohl, ich kann mich eigentlich immer runterfallen lassen. Von irgendwo. Aber ich komme hier nirgendwo ran. Ja, dann lasse ich mich halt nochmal nach unten fallen, ne? Ja, dann setze ich jetzt den letzten Top-Schutz ein, weil den brauchen wir eh nicht mehr. Alter! Wir haben es geschafft. Wir haben alle legendäre Pokémon. In Pokémon Smaragd gefangen. Und damit... Ja... Ist das Let's Play vorbei? Nee, ist es überhaupt nicht. Jetzt kommen noch die Trainer-Rematches. Dann kommt
das letzte Story-bedingte, das Story-Finale sozusagen von allem. Und danach kommt die Kampfzone und dann sind wir durch mit Pokémon Smaragd. Alter. Und dazu fliege ich nach Rosalstadt. Alter, Leute. Ich kann mich nur bedanken. Danke fürs Zusehen, dass ihr mit mir mitgelitten habt. Mit mir Latias gefangen habt, mit mir Rayquaza gefangen habt, mit mir die Ausraster gemacht habt. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.